Steffen Lühr, gestern gegen die Slowakei hat es leider nicht ganz gereicht. Woran ist es deiner Meinung nach gescheitert? Das ist eine gute Frage. Eigentlich hat die Vorbereitung soweit ganz gut geklappt, alles reibungslos. Das Feeling vor dem Kampf war auch sehr gut. Im Kampf selber habe ich aber leider die Distanz nicht ganz so gefunden. Sodass es eigentlich ein knapper Kampf war, die ganze Zeit über. Und die letzten 15 Sekunden konnte er dann doch nochmal ein, zwei gute Treffer landen und ja, dann letztendlich mit einem knappen Punktvorsprung sich den Sieg holen, leider. Zurückblickend schon irgendwelche Schlüsse aus dem Kampf ziehen. Ja, jetzt einen Tag nach der Niederlage hatte ich schon ein bisschen Zeit, so ein bisschen zu reflektieren. Habe mich mit meinen Bundestrainern schon über den Kampf unterhalten. Habe mir den noch ein, zwei Mal angeschaut bisher. Wir haben ein, zwei Sachen gefunden, an denen wir definitiv arbeiten wollen und müssen. Und ich sehe aber dem Ganzen sehr positiv entgegen, eigentlich, dass wir das in nächster Zeit ja, auf die Reihe bekommen und dann im nächsten Jahr wieder voll durchstarten können. Okay, gut, Steffen Lühr, vielen Dank für die Eindrücke nach deinem Kampf. Gern geschehen.